Herzlich willkommen in Dänemark. Mein Name ist Michael Löhr und ich zeige euch heute, wie wir einen Kaminofen richtig anzünden. Dazu legen wir zwei Holzscheite mit ca. 7 bis 8 cm Kantenlänge unten in den Brennraum. Darüber eine Schicht mit Kantenlänge ca. 4 cm. Quer darüber. Und darüber kommt Anmachholz. Und zwei Anzünder. Wir lassen die Tür für einen Moment noch angelehnt, bis die oberste Lage des Brennholzes im Vollbrand steht. Das kann je nach Schornsteinsituation 2 Minuten dauern, es kann auch 5 Minuten dauern, aber das Heizen mit angelehnter Tür hilft ihm, etwas auf Touren zu kommen, bevor wir dann später die Tür einfach schließen. Das war's. Alles Gute!